Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem Montags-Nachmittags-Stream. Ja, wir sind wieder auf der Ranch, im Ranch Simulator, wie der Name schon sagt. Ja, und was machen wir denn heute? Keine Ahnung, Dinge. Dinge tun uns auch Ich muss jetzt erstmal nachladen. Ah ja, genau. Okay. Also die Schweine. Und du wolltest bestimmt heute auch noch Bienen finden. Noch mehr Bienen finden, ja. Fürs letzte Hotel oder was? Ja. Irgendwo war doch, genau, hier sind die. Okay, ja, schön. Und du fährst jetzt gleich mal zum Laden. Wolltest du mehr? Ja, nee, ach, ich muss ja nicht. So, und das Silo ist voll. Und das Silo muss ich innen rum. Dobi, 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 do. Oh, okay. Sind wir zu hören? Ja, genau. Bestimmt. Boop. Voll. Die Kühe und die Schweine fressen zu viel. Oder so. Weinswurst, Rinderwurst und Käseblauschimmel. Käseblauschimmel, warte mal. Drin. Ah, hier ist noch Ziegenkäse drin, aber. Achso, halt Quatsch. Wenn, dann stehen die Sachen ja auf der Seite draußen. Nee, wir haben nur Schweinswurst. Alles andere ist im Moment. Nicht da. Haben wir nicht. Haben wir nicht mal diesen Ziegenkäse ein da? Hierzu. Wie, Pferd, wie hast du das? Ah, okay, über die Garage. Das ist Pferd da jetzt. Weil ich habe die Fronttür habe ich zugemacht. Und da steht das Ding, also das Pferd. Auf dem Flur. Im wahrsten Sinne. So, hast du zugeliefert? Ich meine, kannst du liefern? Ja, nee, kann ich nicht. Habe ich doch gesagt. Wir haben keinen Blauschimmel mehr. Aber nur Schweinswurst. Ja, und die Schweinswurst steht draußen. Wo draußen? Ja, hier draußen. Ach so, das draußen. Ah. Okay, dann gucken wir halt mal, wenn uns noch. Na gut, aber der wird heute eh nicht mehr fertig. Aber dann könnte ich zumindest mal welchen. Ist ja mit der Wurst genauso, die wird ja. Nachproduzieren. Ist auch nicht rechtzeitig fertig. Ja. Da hätte man schon. Dann holen wir uns doch jetzt mal die Kühe. So, komm mal her, Kuh. Bup. Hahaha. Bist du eigentlich, Shaggy? Weil wir haben ja eigentlich, hätten wir ja noch in der Fleischerei, glaube ich, noch Fleisch, was ich verwursten kann. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber können wir nachgucken. 3240 kriegen wir dafür. Schlecht. Eine Kuh in der Nähe? Nee, natürlich nicht. Beide weißen Kühe. Also. Die arme Kuh. Zumindest angeblich hört das Ding nicht auf. Kaputt.
Sehr interessant. Weltmaschine hat nicht aufgehört zu melken. Ah. Was ist? Hab die Töpfe noch nicht. Was ist denn los? Ja, ich habe die Töpfe gefüllt, obwohl ich sie noch nicht einmal runter habe und frisch drauf. Habe ich einen, der schon kocht. Obwohl keine. Ja, es sind, ist aber noch keine Kultur drin. Ja, und? Weige denn Eier. Man weiß ja, was das heißt. Ja, werde ich nachher wieder nicht wissen. Es ist gut. Es ist schön, dass das schon sitzt, ne? Mache ich aber nicht. Oben hin, so. Was ist? Ja, die Melkmaschine ist immer noch am Melken. Die Weißen hatte ich jetzt beide. TV. Ja, ich weiß auch nicht, was sie hat. Entzug. Das, ja, genau. Aber ist das doch erst eine Woche her? Ah, jetzt hat sie aufgehört. Du noch? Hier, komm. So, es fehlt noch eine. Genau. Ihr müsst jetzt genau ineinander rumlaufen. Funktioniert ja auch so toll. Was? Was? Okay, also Ducky war schon. Tibi hatte ich doch schon. Tabby habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Komm her. Und die wollte gerade noch was fressen, da habe ich sie gerade mitgenommen, da hat sie so sozusagen den Kopf so geneigt. Und, okay, die hatte ich auch schon. Ja. Eine von euch Kühen war noch nicht dran. Dann du, Schnucki, komm her. Also oh, hi. Meine sind tatsächlich bald fertig, ja. Ja, aber ich wollte eigentlich dem Marco Hallo sagen. Hallo. Und vielen Dank für den Follow. Okay, auch diese Kuh war schon gemolken. Gemelkt. Oh Gott. Oh Mann. Ich glaube, du solltest mal deinen Beruf wechseln. Und nicht mehr Kühe melken. Nicht mehr Kühe melken. Du meinst, das tut mir nicht gut. Nee. Ich meine, der Maschine auch nicht, ne? Wenn die schon nicht mehr aufhören kann. Also, die war es auch nicht. Die war es auch nicht. Also doch eine von den Weißen noch. Ich dachte, die hätte ich beide gehabt. Oh Mann.
Ach ja. Fliege aus dem Weg. Schön drin bleiben. Meine schon hin und her laufen, ne? Oh, ich glaube, das Pferd hat wieder vor. Nee, doch nicht. Doch? Nein? Ja, es kommt wieder kontrollieren. Ach so, ja dann. Also zumindest würde es gerne wahrscheinlich. Das hat er eigentlich einen strammen Gang. Hallo? Also direkt Richtung Haus. Ja. Glaube, worüber sich das Pferd auch freuen würde, ist, wenn es mal ins Gewächshaus dürfte. Ah, dann mach doch einfach mal auf. Meinst du? Nicht abreißen. Okay. Jetzt tun sie wieder so, als ob sie überhaupt an nichts hier Interesse hätten. Ja, Ja. weißt du doch. Typisch Pferd. Zumindest die Pferde. Noch 7 Eier haben wir. Also in dem Korb. Ich glaube, hier sind noch mehr. Ja. Dann kommt die Kanne wieder zurück. Ja, ist ja gut, Ziege. Den wollte ich dir doch nur mitteilen, Mann. Ja, das sag ich ja, ist ja gut. Darf sie ja. Bum, bum, bum. Ja, okay, dann gucken wir mal. Der Käse müsste fertig sein, dann könnte ich ihn in den. In den Schrank legen. Schwupp. Was macht der Käse? 66%. Nur die, okay. Sind alle leer. Gut. Hoppala. Ich hab nichts gemacht. Du hast die Hühnerställe miteinander verbunden. Nein. Ja, doch, du hast doch ein Tor da reingemacht. Ja. Aber hier habe ich dann zugemacht. Ja, ist doch in Aber Ordnung. die haben nichts miteinander. Ach so, die haben nichts miteinander. Sind Nachbarn, aber wir wollen nichts voneinander wissen oder zu tun haben. Da kann man die dann wieder. Sollen wir mal das hier auch erneuern? Ugh. Ja, was denn? Was das Tor oder was oder Ja. die? Warum? Weiß gar nicht. Ach so. Mach doch, mach doch. Und dann warte mal, dann fülle ich vielleicht mal. Die Eier auf. Wenn ich hier gerade so reinlaufen kann. So, na, komm her. Aha. Entschuldigung. Aha.
Und dann niest du Ja, und ihn. dann niese ich, ja. Ja, die, der Eierkorb ist jetzt voll. Also hier das Tor schließt auch nicht richtig. Also die, ja. Ja, ja. So. Kann ich hier auch noch auffüllen? So. Was denn? Auch schon voll. Gut. Brauchen wir denn noch einen Korb? Sag Weiß mal, ich warum nicht. schlägst du mir eigentlich immer die Tür von der Nase Ja, zu? weiß ich, ob du hinter mir rein willst? Aha. Was? Kann den Korb nicht draufstellen. Stellen wir ihn halt dahin. Weil du halt nicht in der Lage bist. Wo wolltest du den denn drauf? Ja, auf die anderen Körbe. Okay. Bist halt nicht befugt. Soll ich noch. Dann bin ich hier Darf ich drin. sowas nicht? Hier ist noch einer mit 17 Eiern. Bring ich raus. Kann ich ja den Rest einsammeln. Ja, genau. Und ich würde dann mal tatsächlich nochmal wegen Bienen gucken. Ja, jetzt wo neblig wird und man nichts mehr sieht oder so. Ja. Dann nehme ich das Auto da hinten. Tür zu. Was ist jetzt? Die waren jetzt irgendwie komisch drauf. Ich wollte doch nur die Kacke aufräumen. Ja, wie kannst du nur? Ist ja nicht, dass sie da gerne drin rum sich sohlen. Ja, eigentlich nicht. Also irgendwas war hier komisch, keine Ahnung. Entweder haben die neue Würste gelegt und dann mussten die sich. Keine Ahnung. Tja. So, dann gucken wir doch mal. Bienchen. Vielleicht waren die Bienchen. auch gerade auf dem Sprung, falls ich nicht doch die Schrotflinte oder was auch immer raus. Genau. Da waren die schon ein bisschen in Panik. Wenn Wahrscheinlich. ich mich länger hier aufhalte im Hühnerstall, dann schlagen die schon gleich Alarm. So nach dem Motto, oh, die will uns bestimmt alle umbringen. Noch nicht. Ganz interessant, wo die überall ihre Eier hinlegen. Ja, überall, wo Platz ist. Ja, 40. Das heißt, ich muss doch noch einen Korb holen. Okay. Dann werden wir uns gerade noch so leisten können, Ja, schätze aber ich mal. gerade so. Ja, ne? Ja, komm, Autochen. Was ist denn? Meinte irgendwie, dass es ihm zu anstrengend ist, da den Hügel hochzufahren. Müsste ich mal beim Baumarkt. Ja, aber erstmal gegen Baum fahren. Im Baumarkt gucken habe ich da nicht schon. Ne, die habe ich glaube ich alle wiedergeholt, die Körbe. Die ich da Ja, abgestellt ich habe. glaube, deswegen haben wir ja so viele. In der Aber ich kann noch mal Dings. gucken gehen. Ja, klar. Ach, hier ist der Schatz. Ach stimmt, haben wir da, wollten wir da dann nicht auch mal Sollten wir wieder? noch mal irgendwann Schätze sammeln? Ja, lang genug ist es ja her. Ja. Nee, hier ist kein Eierkorb. Warte mal, ich könnte mal gucken, ob ich den Schatz einsammeln kann, bevor man überhaupt die Quest hat.
Wenn man im Grunde genommen die Sachen hinfährt und sagt so, was, du willst die Sachen haben? Ja, dann bitteschön. Habe ich zufällig alles schon auf meinem Auto. Nee, kann ich dann nicht mitnehmen. Soll ich denn gleich mal annehmen? Ich bin ja hier in Wenn du in der Nähe bist, ja klar, dann mach das, dann warte ich hier. Hoppala. Tönk. Du hast immer so ein Krach. Oh. Das war knapp. Wir haben schon lange keine Bären mehr. Hier sind ja aber auch keine da. Wird das hier auch hier hin? Nee. Ich muss hier lang, ne? Ja, du musst den Kiesweg. Ja, ein Bär. Also sind nicht tatsächlich nicht mehr so viele. War so eine schöne Zeit. Ja? Ja, das war echt praktisch. So ein paar Bären ins Raumfahrtprogramm zu schieben, dafür ein bisschen Geld zu kriegen. Das Baumarkt-Ausbildungsprogramm für Bären hat ja auch gut funktioniert. So. Kelch. Kelch habe ich schon. Pup. So, das war der. Der andere ist sowieso dann auf der Seite und dann und einer ist ja bei uns auf der Ranch. So, aber jetzt gucke ich doch, ob ich noch ein ist. Ein bisschen Bienen finde. Hallo Wolf. Ey Wolf, ey, pst, hast du Bienen gesehen? Wenn ja, sag mal wo. Felsen. Hätte er nicht jetzt dann den halben Meter ein bisschen schneller fahren können? Nein. Ach ja. Ah, die Oma sitzt auch draußen. Ey, ich glaube, die sitzt immer draußen. Die hat den Schlüssel verloren und sitzt immer draußen. Deswegen braucht sie auch Frühstück. Ich wollte mal gucken, ob die nicht auch irgendwo Bienen hat. Ja. Ja, hier fahren wir ja selten lang. Ja, sehr. Sehr selten. Ups, das habe ich gar nicht gesehen, tut mir leid. Nimm meinen Reifen aus ihrem Auto. Das ist aber nicht von dir. Ich hab halt nach Bienen geguckt. Ah, okay, dann weißt du was? Dann fahren wir doch hier einfach geradeaus. Ja, natürlich. Regen. Hier hinten liegt ein Schwein. Oh. Aber wie lange ist das denn da schon? Ja, das ist wahrscheinlich, ist es irgendwann ausgebüxt und dann wahrscheinlich verhungert. Oder ist halt irgendwann mit dann erschossen worden und wir haben es dann nicht mehr gewusst, dass das da hinten liegt und es einzusammeln. Hm. Ja. Ah
Eieiei. Bin ich hier eigentlich richtig? Da liegt ja ein Wolf. Doch, toter. Nein, ich habe auf meine eigene Frage, ob ich hier richtig bin, geantwortet. Dass da ein Wolf liegt, das glaubst du mir mal gerade so? Glaube ich dir durchaus. Ich habe ja eben auch einen rumlaufenden Wolf gesehen, also von daher. Ob ich jetzt den Helm aber hole, weiß ich nicht. Wo ist denn der Helm? Der ist da in der Nähe von dem, der die Aufgabe gibt. Der muss man doch da den Berg hoch. So. Achtung, Wolf! Beinahe hätte ich ihn angefahren. Die Nase platt gemacht. War ja eigentlich, wir haben erst 18 Uhr. Ja, es sieht nur schon so dunkel aus. Ja, ja, es sieht ja aus, als wäre es für die Welt untergehen. Machen wir einfach den Mann. Was ist denn? Ach, ständig bleibe ich an irgendwelchen Ästen hängen und so Gedöns. Weiß doch, Autofahren und so. Ich weiß nicht, ob man so oft dann an Ästen hängen war. Nee, eigentlich nicht. Außer in diesem Spiel, weil die Äste aus, weiß nicht, Stahl sind und die Bäume gehen ja auch nicht kaputt. Das sind ja sowieso alles komische Bäume. Direkt in gleichartige Stämme zerlegen lassen, wenn man sie fällt. Hast mich nicht gesehen, ne? Nee. Aber es hat ja jetzt aufgehört. Ja, endlich. Ah. Da gab es jetzt bestimmt noch 3 Punkte. Ich schaff's aber auch immer. Ich sollte mich immer entscheiden, auf welcher Seite ich vorbeifahren will. Dann habe ich gedacht, ich hätte zu arg gelenkt und wollte korrigieren. Und dann war ich wieder auf derselben Spur. Und buff. Baum. Also hier die Strecke ist ja auch bescheuert, ne? Zum Jäger hoch, ja. Das Auto muss sich total abkämpfen hier. Und das ist noch der große, ne? Hm? Aber ich dachte, vielleicht sind hier oben ja auch Bienen. Hallo? Dürfte ich jetzt... Danke. Warum fährt man hier so scheiße hoch? Weiß ich nicht, vielleicht ist glatt.
Na komm, noch ein Stück, noch ein kleines Stück. Ach, geschafft. Er hat auch keine Bienen gesehen. Oh, wie gut, dass ich jetzt schon im Auto sitze. Und schon wieder Wölfe. So. Haben wir jetzt da. Ja, geht schon gut, Olus. Danke, Kamera. Und dazu ist geht das richtig, zack. Okay, egal. Ja, genau, fahr mal rückwärts. Ist natürlich auch gut. Auch noch mit Überschlag, okay. Wo fährst du denn eigentlich? Ja, ich fahre jetzt zu dem Bauern. Ja, 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 ja. So, ja, nein. Okay, ja. Oh, bäh. Direkt. Hast du es direkt zu ihm geschafft? Sozusagen direkt am Haus. Ich muss jetzt nur sozusagen zur Front fahren und gut ist. So. Hallo Sie. Schätze. Bitteschön. Tschüss. Haben Sie noch einen schönen Tag. Danke für die 2.500. Achso, ich muss. Hier rum. Hui. Brumm. Möp, möp. Aus dem Weg. Ich sollte mal Licht machen, so. Baumarkt. Ach, da stehst du. Scheiße. Kenn ich nicht. Sorry. Oh. Hätte ich gleich von hinten aufs Korn genommen. Warum muss ich denn dafür immer? Was? Auf der Seite liegen. Ja, weiß ich nicht. Das ist vielleicht, weil du nicht gut genug fährst. Hahaha. Hast dein Auto nicht unter Kontrolle? Okay. Ich fahr wieder nach hinten. Oh, guck mal. Ich habe einen Stau verursacht. Ist ja unglaublich. Einfach so einen Stau verursachen. Ja, Leute, könnt ihr. Haben sie toll gemacht. Ach ja. Alter, nee. Ich hab doch eben aufgefüllt. Schon wieder eins. Da haben sie den nächsten Trog wieder leer gefressen. Die Kühe und Schweine. Echt unglaublich. Ich höre dich schon kommen. Das ist ja gut. Bup, alles legt sich hin. Gut. Gut, gut. So. Boah, Sternenhimmel. Lass mal schlafen. War ein anstrengender Tag. Oder so. Was hast du denn schon bitte gemacht? Nix. Rumgefahren. Schätze eingesammelt. Da. Jupp. Jupp. Und Tür zu. Mist. Also, Laden, was willst du haben? Oh, das hat sich ja beinahe gereimt.
Was will er haben, der Laden? Ja, du bist voll der Reimemeister. Ja, ich bin voll der Reimemeister. Und was ich reimt, ist gut. Entschuldigung. Hähnchenfleisch, Schweinefrikadelle und Schweinefleisch. Meinst Schlachttag? Halt 1,3, aber... Wo fährst du eigentlich? Nein, das ist ja... Ich bin ja auch nicht besser im Fahren. Oh Gott. Du weißt aber schon, wo die Bremse ist. Ja. Warte, der steht zu nah am Zaun. Du meinst, der geht doch bestimmt Bock. Warte, du kannst einen von den anderen nehmen und ich lade den noch voll. Wie viel war denn das, was wir kriegen? 1,3. Oh. Mal halt oben. Mal die Reihe fertig. So, und dann komme ich mit dem Laden. Das sieht so falsch aus. Das ist auch falsch. Würdest du... Was denn? ...das Tor schließen? Ach so. Da hinten läuft noch was. Ja, das steht aber noch nicht richtig. Ach so. Möchtest, dass das weiter... Mal her.
Aber willst du die jetzt alle davor schucken? Weiß ich nicht. Also sind sie jetzt. Zumindest mal nah dran. Upp. Müssen ja schon wieder Schweine kaufen. Ne, müssen wir nicht. Und wieso? Ja, weiß ich nicht. Aber es zwingt uns doch keiner. Was willst du denn sonst machen? Weiß ich nicht. Vielleicht eine Veranda bauen, einen Schaukelstuhl draufsetzen oder stellen. Aha. Und Gott ne gut Mann sein lassen. Ja. Nichts mehr machen. Was weiß ich. Dann holen wir halt wieder frische. Ja, ist dreifache. Hm? Ja, ist dreifache. Ja. Was ist? Hast ein Problem? Nee. Und? Ja, danke. Ja, wird mal hier. Prinzip. Bedroht. Ach nö. Och nö, ja. Schon klar. Das bildest du dir noch ein. Auch noch. Wer von uns beiden hat hier graue Haare? Was hat das denn damit zu tun? Meinst du, alle Leute mit grauen Haaren bilden sich Sachen ein, oder was? Also, Alzheimer. Auch unzusätzlich. Nicht zusätzlich. Bilden sich die Sachen ein, haben Alzheimer, was noch? Burnout. Nein. Ja, jeder. Haben wir nicht alle ein bisschen Alzheimer? Ja. Okay, also die sind. Wie viel sind da noch? Zwei wären da noch Platz. Dann warte mal, ich fahre ich damit und dem ein Dings und sammle dieses eine Schwein, was da hinten herumliegt, noch ein. Das ist doch bestimmt irgendwie beim letzten Mal ausgebüxt. Irgendwann, als wir noch viele Schweine hatten und die dann übereinander. Ja. Das was wir nicht mitgekriegt haben, dass die abgekackt sind. Ja. Da kamen die uns doch dann entgegen, als wir vom Laden kamen. Ja. Ja, wo ist, ich bin doch da dran vorbeigefahren. Das war doch gar nicht so weit weg von der, vom Gehege. Ist jetzt in der Nacht gefressen worden, oder was? Und was denn? Ja, weiß nicht. Wölfen. Oder es hat sich selbst gegessen. Oder Würmer. Hat sich selbst gegessen. Weiß nicht. Du wirst es schon irgendwann finden.
Verdammt, es lag doch hier rum. Rindfleisch war nicht, ne? Nein, soweit ich weiß denn, nicht. Wo hast du das? Ich guck einfach nachher nach. Du hast mir jetzt die eine Kiste geklaut, ne? Ja, die mit den Zehen. Weil ich eigentlich dachte, ich könnte dieses eine Schwein da noch finden und einsammeln. Das gibt's doch nicht. Wie war das mit dem graue Haare und Dement und Alzheimer und wie auch immer haben? Ja, aber irgendwo muss es ja sein. Theoretisch. Hast du schon hier geguckt? Ja, wo, was ist denn hier? Woher soll ich das denn wissen? Ja, wo bist du denn? Das geht dich nichts an. Ach so. Ich fahre jetzt zu dem Fuzzi und liefer ab. Ja, okay. Komm auch und liefer ab. Ich weiß, ich bin doch dann an dem Überrest von dieser Pergola, wie auch immer, hängen geblieben. Beim Zurückfahren. Da ist es! Also bin ich doch nicht verrückt. Und verrückt? Ah ja, nie die Rede. 10.764. Und wie viel haben wir? Ja. 182.000. Ne? Ja. Das ist ja... Haben die hier umgestellt? Das weiß ich nicht. Also, Update gab's keins. Dann ist das beim... Weil hier sind plötzlich Getränke. Ja, an der... Mhm. Oh, ich möchte auch gerne bestellen. Was zum Essen? Hast du richtig Bock auf einen Burger? Ja, oder eine Pizza. Burger-Pizza. Oder so, ja. Pizza-Burger. Auch das. Pizza-Pizza und Burger-Burger. Achtung, Achtung, Achtung! Achtung, da ist ein Baum. Ach ja, ist gut. Aber schön, dass ich es wieder geschafft habe. Oh Mann. Da wird man doch echt... So... Nochmal $1000. Ein bisschen Schweinefleisch. Okay. Dieses Autochen muss tanken. Das mache ich aber auch bei uns am Tankwagen. Dingens. Tank, Tank. Was denn? Bin ich dir wieder zu läppsch? Bratzi! Danke für den Follow. Wenn unser da ist, unser. Mhm. Der Tankwagen. Mhm. Das ist nicht einsteigen, du sollst ihn da einsetzen. So. Alter! Oh. Und Fahrerflucht begangen. Auch noch. Sag mal, was ist denn? Lass los, Mann! In dem Anhänger war ein Auto drin. Und das hat mich zurückgezogen. Okay. Alter, was ist hier oben schon wieder los?
Die passt dann auf den Seiten Strauch, okay. Na komm. Da. Was ist denn? Ach, endlich hat die Kiste ihren Platz gefunden. So, dann fahren wir das hier auch hier raus. Und warte mal, dann nehme ich aber diesen Hänger hier auch mit. Wieder. Ja, ich nehme den, ich fahre den Hänger hier ein bisschen auf die Seite, damit du, wenn du mit dem Hänger kommst, da ein bisschen mehr Platz hast. So, den fahren wir jetzt hier hin. Falsche Taste. Falsche Taste. Oh meine Güte. Was ist denn? Ach, nichts funktioniert. 100 Stash. Nee, im Prinzip nicht. So, dann halt so. So. Dann passt doch mal auf ihr Fahrt. War hier ganz normal. Ja, okay. Mann! Vielleicht nicht ganz ich so normal. Ich hab noch frisches Schwein hier auf dem Anhänger. Das soll nicht alt werden. Wenn er es nicht schon bei der Fahrt altert. Meinst, es ist automatisch. Bist du ja auch gerade unterwegs? Nein, ich bin in unserer Käseküche. Wieso? Käse einzusammeln. Du. Bin da. Habe ich so gut geparkt? Das werden wir dann sehen. Auf zu, was denn nun? Dann gucke ich von der Seite. Wo ist es? Hier. Hab's schon eingefangen. Komm, außenrum. Ja, genau, das andere läuft genau hier rein. Das hat doch gut funktioniert. Wenn das jetzt noch mit den anderen funktioniert, wäre das ja richtig cool. Du meinst, dass die direkt... Oh, ja, ja. Nein. Das nicht. Sind sie bescheuert? So, sie kommen jetzt auch mal wieder hier hin. Nein, hier lang. Das ist unglaublich, wie lang da diese Leine ist. Oh ja. Da. Okay, jetzt haben wir es beide. Okay. Hör auf. Ich weiß nicht, wie das jetzt gegangen ist. Ist ja egal. Da fehlen doch immer noch zwei oder so, ne? Nein, das Nein, waren, waren das schon jetzt alle? 1, 2, 3, 4, 5.
Wo ist Nummer 6? Da hinten, der bei dem Häuschen. Ah, okay. Ja, gut, okay. Dann. Habe ich schon ange. Ja. Und wie komme ich jetzt hier raus? Rückwärts fahren und dann ein bisschen. Ja, genau. Noch ein bisschen andere. Ja, einfach fahr einfach weiter. Schieb, drück. Okay. Warte, nee, du musst wieder vorfahren. Ja. Ach so. Warte. Vielleicht kann ich. Dann kümmerst du dich eigentlich mal wieder um die Felder. Das ist eine gute Frage. Macht das überhaupt noch Spaß? Ja, ich weiß nicht, die Felder ist halt sehr, sehr langwierig und ja, ich weiß nicht. Und die Sachen. Warte mal, ich mache auch mal die Heckklappe zu. Könnte dir vielleicht noch helfen. Hat doch erstmal besser, ihr Kühe. Lass mich hier voll zum Mond. Funktioniert. Ich muss auch irgendwann mit dem Auto auch hier die Kurve machen. Ja, super. Da, komm. Da, in einem Rutsch sozusagen. was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, es halt. Du musst halt immer da hinten hingucken, sozusagen, wo die Felder sind. Ja. Was im Prinzip ja nicht so das Problem ist. Aber du musst dann alle Nase lang musst du dann halt auch wieder Saat kaufen. Oh, wo hängt's denn jetzt schon wieder? Ach nö. Aber ich kann ja mal hintere fahren, ob da noch Saat da ist und wie auch immer. Das ist nicht mehr normal, ne? Es ist halt schade, dass die Felder so weit weg sind. Heißt, du musst ja im Prinzip ans andere Ende der Ranch Stadt fahren. Heißt, das ist ja da tatsächlich so Bonanza-mäßig. Wir müssen an die Nordweide gucken, ob der Zaun noch funktioniert, noch existiert oder sowas. Den Zaun reparieren. Könnte der nicht einfach mal reagieren, die Dumme? Da. Ich habe nur das falsche Tästchen gedrückt. Ja, hier sind doch 5 Einheiten Mais drin. Okay. Ich kann ja mal pflügen. Jetzt regnet. Ja. Pflügen im Regen. Bestimmt ein Rosamunde Pilcher Roman. Sowas. Und spielt eigentlich in Irland. So wie alle Rosamunde Pilcher Romane. Oder sagen wir mal so, ein Großteil. Glaube ich. Gehen wir mal aus dem Weg hier. Bin ja selber schuld. Nicht das Ding einfach da mitten im Weg hinschmeiße. Was denn los, Schwein? Hm? Keine Ahnung, wo du hinlaufen willst. Hallo, hier. Alles zu. Ein Stück. Stück verpasst. Ich würde ja irgendwie Angst kriegen, wenn mir so ein
schnell fahrendes Auto mit so einem großen Anhänger entgegenkommt in der Kurve. Ja, das macht doch nichts. Der wird schon ausweichen. Ja. Oder? Natürlich. Meinst du nicht? Er hat schon den Anhänger im Griff, ne? Ja. Nein, was macht denn das? Haben wir da noch eine Reihe hier? Okay, zwei rein. Upp. Und hier wieder auch. Wuppdiwupp. Ja. Aus dem Weg. Wo ist es denn jetzt hin? Was suchst du denn? Wein. Achso. Es ist jetzt hier einfach irgendwo. Ja, genau. Ich muss einfach kackeiern. Hey, hey. Oh Gott. Na dann verteilen wir das jetzt einfach irgendwie. Man so. Wo wird das denn hin? Hallo? Oh, du, das ist so ein... Wohin willst du denn? Geh mal an. Nein, ich will doch fahren. Aha. Das musst du auch sagen. Ja. Muss ich erst wieder Saat kaufen. Wenn ich hier hinten gerade bin, kann ich mal dieses Silo auffüllen. Halt auffüllen, habe ich gesagt. Ja. Bei dem Wetter, weiß ich, auf dem Trecker ohne irgendwelche. Ah, warte mal, wenn der Hacker gerade hier steht. Nicht nur ein bisschen üben, wie man einen Hänger anhängt. Ah. Auf geht's. Wir doch mehr ratzfatz noch ein bisschen Saat. Wenn wir ja sowieso genügend Geld haben, dann könnten wir auch so ein paar Silos verteilen. Ne? Ach so. Es wird langsam mal Zeit wieder für was ändern. Für was ändern? Ist ja auch noch nicht so lange her, dass wir was geändert haben. Ne? Ich weiß halt nur noch nicht wie, aber. Warte mal. Fahren wir mal. Der so halb in der Wand steht, gefällt mir das gar nicht. Ich schon wieder. Das war doch eigentlich ganz gut. Da, okay. Dann holen wir mal Mais. Was sind das immer?
nehme ich jetzt mal 5 mit. So. Ich schaff's wieder, da hängen zu bleiben. Einfach unglaublich. Man kann aber auch nur ich fahren. Ich habe keinen Nerv dafür. Da habe ich mich komplett verkeilt. Wenn dieses Auto halt einfach auch mal mithelfen würde. Meinst du, der Silo, was da steht, ist da vielleicht ein bisschen unpraktisch? Meinst du, müsste man das woanders hinstellen? Ja, vielleicht. Ich habe halt keinen Anhängerführerschein gemacht. Aber das würde ja wahrscheinlich auch nichts bringen, ne? Ja, wir wissen ja, wie hier in dem Spiel die Autos so reagieren und so weiter. Ja, eine gewisse Sachen weiß man dann, wenn man wie man sagt, den okay, Anhänger dann zu lenken hat, ne? Ja, genau, wie man einschlagen muss, damit der Anhänger so und so sich bewegt, aber ist halt schon. Das hatte auch vorhin, was habe ich denn? So. Oh, warte mal, ich könnte den Hänger gleich mal abschmeißen. So. Ja. Da gehen immer nur. Na gut, okay. Dann gehen da halt immer nur 30 rein. Upp. Und die restlichen lassen wir hier hinten stehen. Ja. Ja. Holen wir das nochmal wieder. Oh, sind wir da? Oh, du Scheiße, ist das immer so viel Grün? Vor allen Dingen, weil es dunkel ist. Warte mal, apropos dunkel. Ja, genau, da sehe ich ja jetzt noch mehr. Jetzt weiß ich, warum nachts nicht gesät wird. Ja. Wieso? Ja, man sieht nichts. Hängen die jetzt noch mit in dem Bereich, aber ich werde wahrscheinlich neue hinstellen müssen. Na ja, dann stellt man halt welche bisschen auf die Seite. Machen wir halt andersrum. Außenrum. Jetzt darf ich da wieder hinten hinbrettern. Das ist eine ganz gute Idee. Nicht. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann.
Wo ist den Zaun hier etwas anders hinstellen? Darf ich jetzt da? Warte mal. Du bitte Licht. Dass die genau dahin sich hinkippen, wo ich eigentlich hin wollte. Wie schön. Was? 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 Steigst du jetzt mal ins Auto? Ja. Das Problem. Ja. So, jetzt haben wir das Feld mal besät. Ach, das Licht ist auch noch an. Hier, du bleibst da stehen. Da haben wir mal das Licht aus. Gucken wir, dass wir den Hänger wieder mitnehmen. Wo ist er denn? Da ist der Hänger. Der jetzt dran? Ne, der ist nicht schon. Ja, ist dran. Eieiei. Da ist ja das Trainingsgelände. Was haben? Absetzen. Mal um die Ecke fahren. Und parken. Licht aus. Aussteigen. Uiuiui. Und wie hat's geklappt? Kannst du mir sagen, ob man das hinkriegen kann, dass das so ist? Guck mal, wie viel da noch fehlt. Oh. Ja, du müsstest wahrscheinlich hier die zwei näher rannehmen. Wen? Die das zwei. Da, ja. Und das hier gerade machen, sozusagen wieder ansetzen. Willst du das machen? Ah, okay. Muss ich mich beeilen, ne? Und wieso? Wir haben die ganze Nacht Zeit. Achso. Danke. Danke. So, Zaun. Hier, so. Oh, na, da dran. Den. Ne, in die Richtung. So. So. Und da soll ein Tor hin. Aber das ist wieder da zu ist ein Tor. Aber ja, das ist ja in Ordnung. Dann sehe ich ja, dass das nicht reicht, okay. Okay, so. Links. Richtung so rum. So. Ja, so. Okay, haben wir noch ein bisschen.
Muss ja sowieso. Nein, ich will kaputt machen. Was? Warum bin ich denn jetzt? Du musst V drücken. Ach so. Okay, Entschuldigung. Wahrscheinlich bist du da auf die Taste gekommen. Ja, wahrscheinlich bin ich da auf die Taste gekommen. Wo ist denn hier? Da ist der. Das könnte jetzt klappen. Kann man mit dem dann noch ranholen, mit dem anderen? Meinst Oder bleibt auf das der dann? Seite? Ja, du kannst, man kann den ein bisschen. Ich kann das mal wegmachen. Und wenn nicht, machen wir es von der anderen Seite, von der Seite. Das lässt sich vielleicht ein Warte, bisschen. lass dich mal. Warte, lass mal. Das da müsste dann weg, ne? Was? Vorne dran. Nein, 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 das lässt du bitte schön alles. Wir machen jetzt nicht mehr kaputt, als wir brauchen, aber. So, jetzt machen wir hier das Tor rein. Tor. So. So. Ja. Tust du hier das bitte? Ah, da ist ein Schwein im Weg. Warum ist das Schweinblatter im Weg? Weiß ich nicht. Es liegt da halt. Dicht, Doppelt dicht. gemoppelt. Doppelt gemoppelt, ja. Dann ist halt doppelt gemoppelt. So, jetzt kann ich mehr wieder Licht machen. Na, kann ich die. Mehr Holz hatte ich halt nicht. Ja, macht ja nichts. So. Mhm. Soll ich dann gucken, ob ich das den Hänger da rauskriege? Weiß nicht, ob du das willst. Will es mal versuchen. Ah, okay. Nein, in die andere. Eigentlich bräuchte man hier auch mal eine Lampe. Oder zwei. Deshalb müsste ich ja auch mal wieder streichen. Das ist halt, ich sehe halt echt nicht. Ja, ist okay, ich fahre ja schon. Ich glaube, das müssen wir am nächsten Tag machen. Wenn ich sehe, wo man hinfährt, weißt? Also? Mach den Hänger mal. Ja, darf ich wenigstens aussteigen? Dann können wir nämlich diesen. Sich das Silo bauen oder ist das schon gebaut? Nee, noch nicht. Nee. Brauchen wir da noch Zement? Ich glaube, Zement braucht man. Und halt viel Metall, oder? Ja. Oder ist das? Es ist viel Metall. Glaube ich 120 Metall oder irgendwie sowas. 125 Metall und 50 Zement. Sollen wir das denn da stehen lassen, ja, ne?
Ja, das kann man da stehen lassen, das ist ja kein Problem. Ja, brauchen die Hühner was anderes. Das stellen wir dann auf die andere Seite oder sowas. Keine Ahnung. Vorne dran. Entschuldigung. So, das war's wahrscheinlich, ne? Fülle ich hier noch mal alles auf. Wir sind wahrscheinlich, da ist der das neue Silo zu weit weg. Das andere vom Pferd da hinten auch. Müssen wir gucken, ob man das sozusagen hinter unser Dings hier stellt, dass man ihn hier hinstellt. Und das hier kann man das. Reicht das für alle Wassertröge? Oh, die Wassertröge sind drin. Ja, Von dann. Schweinen. Ja, dann von den Kühen sowieso, die sind ja Wo praktisch. sind die denn? Hä, die stehen Ah, hier die auch stehen auf draußen. der anderen Seite. Gut. Es sollte eigentlich auch alles drin sein. Und dann kann man sich überlegen, ob man die zwei Sachen hier praktisch hinter unser Schlafzimmer setzt. Dann sind die Hühner auf jeden Fall drin. Morgen reißen wir das Ding dann ab. Ja, warte mal, ich kann ja jetzt noch die Position setzen. Licht. Ah, da war's. Ein Silo, bitte. Stehe ich jetzt im Weg? In Fülldings tun wir nach vorne. Hoppla. So, und da neben dran kommt die Windmühle sozusagen, Wasser. Bist du da gerade? Blub, so. Dann sind die Sachen erledigt. So. Interessiert sich eigentlich gar nicht mehr zu schlafen, ne? Ja, ne? Morgen zum 4. Für die paar Stunden. Gut. Ja, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Zement und einen Haufen Metall. Dann gehen wir halt mal shoppen. Dann gehen wir halt mal shoppen, genau. Mit welchem Auto, nicht mit dem? Ja, mit denen hier Ja, wahrscheinlich. mit dem. Dann kann man doch da einfach den hier nehmen. So, das sind die. Ich glaube, wir müssen doch noch ein Buggy. Dann noch was kaufen. Für meine. Ach so, ich dachte, wir fahren mit zwei Ach Autos. so, ja, aber auf meinem Mist ist halt noch. Naja. Denkt die. Willst du die nicht? Nee, die nehme ich jetzt mit, vielleicht. Ja. Ja, wir kriegen das schon unter. Wir haben ja Oh alle, da haben wir auf Mann. deinem Platz. Ja, wenn sie schon verplant. Für was denn? Metall und Zement? Für eine Sache. Okay. Weißt du, wenn ich mit mir selber fahren könnte, weißt du? Gleich mit zwei Autos gleichzeitig. Ja.
meiner. Wenn ich doch an der Ecke hänge. Da, ja gut, dann ist es halt der Zaun, ist okay. Ich hab's schon verstanden. Jetzt gucken wir erstmal mit halt. Die 50 Platten, ne? Ja. Da, ich habe auch bei mir auch noch Platz geschaffen. Mal schmeißt du den Kram hier mal ein bisschen näher ran. Weiß nicht, würde man da vier nebeneinander kriegen, wenn das Auto richtig stehen würde? Weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Kannst du. Wie hoch man stapeln kann, ey. Ja, da ist dann die Frage, ob dann nicht wieder was stehen bleibt, sozusagen, wenn du wegfährst. Wenn es zu hoch ist. Hatten wir ja schon mit Baumstämmen und anderen Sachen. Jetzt. So, und wie viel Zement soll ich holen? Alles. Ah, alles. Das ist auch so eine gute Mengenangabe. Mach mal 10. Das ganze Metall jetzt Ja, ist doch gut. aufgekriegt. Meinst du, ich könnte hier noch drauf stapeln? Oh ja. Wie viel kann ich hoch? Weiß ich nicht, wie viel du hoch kannst. Plötzlich noch irgendwelche Metallzeugs auf hier. Weg. Weiß zwar nicht, was wir mit dem ganzen Metall sollen, aber okay. Eine Klappe. Es geht dich auch gar nichts an. Okay. Ja, meinst du, ich fahre wegen irgendwelchen Dingen nochmal Metall holen? Du meinst, das die nächsten 3 Jahre nochmal irgendwo hin? Lässt du das? Ja, ich wollte es dir näher ran. Aber ich war doch gerade da. Ja, ist ja gut. Tschüss. Aber finde ich total mega. Bodega so mega. Bodega so mega, genau.
Ja, dann. Damit. Hier hin. Schmeiß mal. Ich den Zement von der Seite da rein. Muss da Zement rein? Bitte rein. Zack. So. Das Auto mal erst hier ab. So. Silos. Kann man da durch? Durchlaufen? Ja, ich kann. Kann Gut, man da das. durchlaufen? Ja, man kann. Gut. Gut, dann kann ich das Silo. Achso, ne, wir bauen erst das andere Silo. Und die Wasser. Damit die Hühner auf jeden Fall versorgt sind. Ja, und dann füllen wir hier nochmal alle Dings. Hier alles. So. Einmal Plöck und einmal Plöck. So. Und mit dem Silo wird auch die Schweine, dann braucht man die nicht Dann können wir mit den abreißen. die Tröge so lassen, wie sie sind. Okay. Ja. Das mal ein bisschen auf die Seite hier. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das jetzt erledigt Könntest du bekommen. noch warten? Weil ich stehe noch hinter dir. Ja, das macht ja nichts. Du bist ja jetzt dann auch gleich weg. Ja. Nein, andere Richtung. Die Richtung. Oh, das Pferd muss jetzt auch unbedingt hier hin, ne? Okay. Hänger abhängen. Hoppla. Mal drehen. Nein, nein, das ist doch. Dann fahren wir nicht mehr. Muss man die Schweine und Kühe dann halt immer ein Stück leiten? Wieso? Ja, wieso nicht? Ja, weil man mit dem Riesenhänger da hinten auch immer dann ein Problem hat. Dein Hänger steht. So. Wenn du jetzt noch mal welche kaufen gehen willst und so weiter, dann jetzt bereit, aber. So.
Ja, okay. Hast du die Eiertester? Ja, okay. Ja, macht ja nichts. Ist ja in Ordnung. Was für als Drittleiter? Ja. Okay, dann lasse ich dich hier wursteln. Ja. So, sag mal. Also haben wir aber das Silo eigentlich gefüllt schon? Nee, haha. Sollten wir vielleicht füllen. So. Damit auch ja nichts abnippelt hier. Waren wir eigentlich schon beim Laden? Nein. Aber das kann ich jetzt schnell machen. Kann ja mal gucken, was der haben will. Vielleicht will er Zement. Nein, ich glaube nicht. Okay, dann nehme ich mal das hier vorne. So. Will jetzt bestimmt Hühnerfrikadellen oder irgendwie sowas. Wieder ein Hirsch auf der Straße. Macht er wieder einen auf Verkehrsberuhigung. So. Was wollen Sie denn? Käse, Weißschimmel haben wir nicht. Mensch, Rindfleisch. doch haben wir ja noch. Was? Ja, aber fertigen Weißschimmel? Ach man, dann guck doch Ja, selber. mache ich gleich. Hühnerwurst und halt Rindfleisch. Da würde sich ja anbieten die Kühe. Kühe auch noch zu erledigen. Weil die, wir sind ja auch. Ja, die sind auf jeden Fall reif. Ich damit jetzt direkt ans Ge ans Gehege sozusagen. Wo ist denn nur den Zement hin? Der liegt alles noch draußen auf dem Auto. Kann ich das hier mal auflassen, das Tor? Ja, wenn vorne zu ist. Ja. Durch das andere Auto reinfahren. Warum? Ah ja, damit man den Zement da absetzen Ach, kann. bei dir ist noch. Ah ja, da ist der ganze Zement drauf. Weil hier noch ein Sack Zement war. Oh Habe ich dir Mann. gerade in dem Moment zugemacht? Ja, Entschuldigung. Ist ja gut. Muss doch nicht hier noch mal. Doch der. Weil ins Regal passen die ja nicht, Ja, leider. die gehen leider nicht ins Regal. Ich schläg dir die mal da alle vorne hin. Auch erstmal kein Zement mehr kaufen. So, dann kümmere ich mich mal um die Kühe. So, Kühe. Es wird Zeit. Bitte, peng, peng. Natürlich nichts treffe.
Sag mir doch, dass ich nachladen muss. Du musst nachladen. Oh, ich nehme den Revolver, das geht schneller als mit dem Gewehr. Ich brauche ja mal Ewigkeiten. Halt, Kuh. Das machen wir so nicht. Sag mal! Oh, das müssten sie eigentlich gewesen sein. Okay. Okay, na gut. Müssen wir halt ein bisschen laufen. Wieso? Ach, weil die da Hölle sozusagen am Arsch der Welt unterwegs waren. Ja, natürlich. Ein Stück Fleisch ist jetzt doch über den Zaun gefallen. Na, hier wahrscheinlich passiert das auch. Nee, hier ist es nicht passiert. Was soll das? Habe ich Krümmel oder sowas Ja, schon? dann trink doch mal Ja, ich habe aber gerade nichts hier. Muss ich was. was Pech. trinken? Ja, Pech, genau. Muss ja was holen. Ja, genau, so sieht's aus. Ach ja. Schabla bada pam pam. Ja, ich weiß nicht, ich habe geträllert bei der Arbeit. Ja? Warte mal, hier war doch. Ich hatte doch eben. Panzer. Aha. Muss ich hier nicht um den ganzen Zaun rumlaufen, bis ich die auch noch eingesammelt habe. Ah, schon voll? Okay. Wegen dem einen Stück. So. Soll ich dann schon wieder aufladen? Lege ich den einen noch hier mitten rein, so. Ja, die Kiste brauchen wir sowieso. Ja, nee, das war ja einfach nur damit ich hier dann auch aufbauen kann.
passt da noch einer rein. Na komm. Weiß doch, dass das geht. Rumgucken? Ja. Einfach so am Rumgucken? Nimmst du dich denn gar nicht? Nee. Okay. Warum sollte ich auch? Ja, eben. Mach ja hier sowieso mal schön. Ganz genau, so. Hast du. So sieht's aus. Das Ganze auch kennengelernt, ne? Was mach ich denn? So rum bitte. Und. Da, laden. Hier. Sowas kann man immer gut machen, wenn keine Tiere da sind. Ja, dann kannst du, willst du umbauen? Nicht komplett, ich will nur den Zaun etwas ändern, ja. So. Erweitern, sozusagen. 19.000 eingenommen. Da war schon wieder das ganze Metall drin. Ja. Ui, puff. Entschuldigung, Hirsch. Sollte ich Sie erschreckt haben, dann tut es mir leid. Okay. Brumm, brumm. Ich will die Klappe aufmachen, nicht einsteigen. Na, so ist doch gerade. Wir bauen hier Sachen zusammen, ey. Ja, macht das was? Ach gut, wenn wir Dinge zusammenbauen und so. Mhm. Komm mal gleich vorbei und gucken wir das an. Aha. So, so. Und schon wieder habe ich dasselbe Problem. Dann mach halt doppelt. Das hat bei den Schweinen auch funktioniert. Aber das sieht hier halt doof aus. Ja, dann kannst du den doch ein bisschen. Also. Eigentlich nicht. Kannst du nicht.
Dann mach doch, tu doch die hier auch irgendwie. Was? Hätte ich gesagt, dass man dann von der Seite halt auch einen Sollen wegmacht wir oder so. das ein bisschen, dass man hier schon. Ach komm. Jetzt sind auch eh keine Kühe da. Ja, eben. Außerdem kann man dann das Aber Häuschen vielleicht, wenn es dann doch zu eng ist. Hier habe ich jetzt das Tor hin, ne? ja, ich hab's gesehen. Ist vielleicht auch eine bessere Stelle für ein Tor. Also, wie soll ich. Ja, soll ich vielleicht von der Seite kommen? Geht das? Das sehen wir jetzt gleich. Hier. Wo ist er denn? Ja, Zaun. Ah, nee. Er hätte ihn gerne von der Seite. Okay, ja. Was macht er? Vielleicht könnte man den hier. Warte, Dann das machen wir hinterher. Erst bauen wir den und dann können wir mit dem vielleicht noch ein bisschen, wenn man den wegmacht, noch ein bisschen ranrücken. ja, das könnte gehen. Dann mach lieber hier die Seite, weil wir können, glaube ich, nicht hier neu anfangen, ne? Wenn ich den hier abreiße, Ja, dann will warte. er bestimmt von der anderen Seite. So, guck mal. Oder so, Das sieht doch gut genau. aus, oder? Ah, wir können das halt einfach. Weißt? Jahrelange Übung. So, dann fangen wir doch einfach hier mit dem Dings an. Und dann trage ich diese eine Planke ganz nach hinten. Müssen wir uns auch mal mit Holz wieder. Haben wir nichts mehr drin? Ich dachte, wir hätten so viel eingekauft. Ja, was meinst du, wofür das draufgegangen ist? Also, Oder ist das, bin ich blind? Ah ja, so ein bisschen. ein bisschen blind. Na, ein bisschen doof, ne? Ah, Auto. Wir brauchen wirklich ein freies Auto mal. Ja, das, also, weil da jetzt immer noch die Dings draufstehen. Die Bienenrahmen. Aber wir müssen ja fit bleiben. Ja, genau. Das ist hier ein bisschen Cardio-Training. Heißt, die Beine benutzen, das Herz auf Touren bringen. Damit das hier läuft, bei der frischen Luft und bei dem guten Wetter, ist das doch. Ach, guck mal, da ist der Zaun doch ratzfatz gebaut. Zack, zack. Noch zwei Bretter. Krieg ich den Stapel direkt vor die Füße geschmissen hier. So. Jetzt müsste ich eigentlich noch mal mit Farbe kommen. Ja, jetzt musst du streichen. Ich habe den Zaun gebaut, jetzt musst du ihn streichen. So, weißt du was? Jetzt räume ich die Waben weg. Doch. Ist. Heute finden wir eh keine Bienen mehr. Kann ich mir beim nächsten Mal wieder vornehmen oder so. Da jetzt mehr Farbe drin sein können. So, ich kontrolliere jetzt aber mal die Silos. Nicht, dass dann plötzlich irgendwas wieder tot rumliegt, wenn ich wissen warum. Und es regnet mal wieder. Okay, der ist voll voll.
rumgehen. Hier wieder zu. Bist du gerade hinter mir? Glaub nicht, ja. Was ist das? Ich wollte gerade das Silo auffüllen. So. Meine sind schwer am Schmatzen. So, und dann wo ich die Kisten hier mal ein bisschen. So, was hatten wir jetzt hier? Ziegenkäse Blauschimmel und Ziegenkäse Weißschimmel und ein Kuhkäse Blauschimmel und Ziegenkäse Weißschimmel. So. Also. Gut. Junis and Furkan, es gibt keine Session-ID. Das läuft, das Spiel ist nur für, sozusagen, für Steam-Freunde. Außerdem sind wir nicht mehr so lange online. Wir müssen beim nächsten Mal wieder ganz viele Eier sammeln. Okay, da habe ich noch keine Eierkörbe gekauft. Du hast noch keine auf Eier? Ja, okay. Wir haben ja auch überhaupt keine Eier, ne? Ja. Aber ich finde es gut, wenn wir mal einmal wenn wir dann wieder Schrank bis unter das Dach gefüllt haben. So, dann ist das doch der perfekte Moment, jetzt nachzugeben und mich aus der Tür gehen zu lassen, ja, oder? Ja, es tut mir ja leid. Kannst du die Tür wenigstens noch zumachen? Nö. Sie. Okay, ach, es ist noch gar nicht ruhig genug. Achso, ja, da müssen wir halt noch einen Moment. Warte mal. Ja, die Pferde, Tiere sind ja auch um noch. Um 9. Es ist halt dunkel, ne? Ach ja. Machen wir eigentlich mit dem Kram her? Das ist eine gute Frage. Wir bauen ja nichts an. Weil das nicht funktioniert, oder? Ja, ja, vor allen Dingen, weil es halt auch ein bisschen verbuggt ist und war, weil du kannst die kranken Pflanzen nicht mit dem Heilmittel benutzen, irgendwie. Dunja, I don't think we are not making much longer. It's just a few minutes and then we are gone anyway. Ah. Gut. So. Like now. Ja. Dann war es das von hier aus, von der Ranch für heute. Morgen sind wir im Stardew Valley. Wer genau wissen will, was und wann wir streamen, kann natürlich gerne hier auf Twitch folgen und in unseren Streamplan schauen. Und ja, es empfiehlt sich auch auf Twitter zu folgen, @CalebGurth. Da gibt es die Infos auch. Das heißt, also wer dann zugucken will, ist gerne willkommen. Ja, wer mal was verpasst hat und so weiter, kann gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen, youtube.com/CalebGurth. Da gibt es unsere ganzen Streams auch nochmal zum Anschauen. Und es gibt ganz, ganz viele Let's Play-Videos zur Sims-Reihe, Zeitmanagement-Spiele, Wimmelbild-Spiele und so weiter und so fort. Also alles, was wir bisher so gemacht haben, findet ihr auch auf YouTube unter youtube.com/CalebGurth. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Restmontag. Habt eine gute Woche, bleibt gesund, habt Spaß
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.